kommt schnell her, sonst verpasst ihr was. Hier ist Bali, jetzt geht's los. Bali, streck die Arme hoch, Bali, dreht sich rundherum, Bali, wackelt mit dem Po und springt in die Luft. Bali, ruft Papa, Papa, Bali, springt ihm in den Arm, Bali, küsst seine Mama und ruft, ich bin groß. Bali, streckt die Arme hoch, Bali, dreht sich rundherum, Bali, wackelt mit dem Po und springt in die Luft. Bali spielt gern mit Kiku, Bali, springt und tollt herum, Bali, mag die Freunde gern und liebt die Musik. Der Geburtstagskuchen. Bali, hast du schon vergessen, was wir ausgemacht haben? Wir haben doch eine Überraschung für Mama geplant. Wir müssen gut aufpassen, dass sie nichts merkt. Ist bei der Post heute was für mich dabei? Bei der Post? Warte, Papa, gib schnell her! Nein, eigentlich ist nur die Zeitung gekommen. Gut gemacht, Kumpel. Ach, und ich war mir so sicher, dass ich heute Post bekomme. Heute? Naja, ich hätte schon gedacht, dass mir jemand einen Brief schickt oder wenigstens eine Karte. Haben denn alle vergessen, dass heute mein... Heute ist dein Einkaufstag. Ach ja, richtig. Das auch. Du siehst so aus, als wolltest du gleich los. Hier ist der Autoschlüssel, Liebling. Und deine Tasche. Ah, da ist ja unsere süße kleine Maus. Mama, Mama. Komm, Lea. Ja, scheinbar haben alle meinen Geburtstag heute vergessen. Geburtstag vergessen? Das hat ja wunderbar geklappt. Jetzt müssen wir ganz schnell den Kuchen backen, bevor Mama wieder zurückkommt. Genau, Papa. Also gut. Das kann doch nicht so schwer sein, einen Kuchen zu backen, oder? Oh nein, bestimmt nicht. Es geht doch ganz leicht. Ach, ich finde hier in diesem Buch einfach kein vernünftiges Rezept. Ich werde mal nachsehen, ob wir noch ein anderes haben. Bin sofort zurück, Chef. Du bist aber heute lustig, Papa. Mama braucht doch auch kein Buch. Sie schüttet immer alles in die große Schüssel. Also Zucker. Sehr gut. Und dann Butter. Und dann vermischt sie alles mit ganz, ganz viel Mehl. Oh. Yep. Vielen Dank. Hallo, mit wem habe ich die Ehre, mein Freund? Hallo, ich heiße Bali. Oh, das ist ein sehr schöner Name. Also, Bali, du bist genau im richtigen Moment gekommen. Sag mal, bist du ein richtiger Konditor? Aber natürlich. Einen besseren Konditor als mich wirst du im ganzen Land nicht finden. Und ich bin gerade dabei, den köstlichsten und schönsten Kuchen zu backen, den du je gesehen hast. Bali, ich brauche deine Hilfe. Meine? Aber ich kann doch überhaupt nicht backen. Ach, mach dir keine Sorgen, mein junger Freund. Tu einfach, was ich dir sage, und vielleicht wird dann später aus dir ja auch mal ein großer Konditor. Ein großer Konditor? Warum denn nicht? Wenn du dich richtig anstrengst. Aber ich warne dich, das ist ein sehr harter Beruf. Also gut, ich helfe dir bei deinem Kuchen. Na dann, an die Arbeit. Bevor wir loslegen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, was man für einen Geburtstagskuchen zuerst braucht. Vielleicht zuerst mal Mehl? Butter? Nein. Oder Zucker?
Das stimmt alles. Aber bevor man sich die einzelnen Zutaten besorgt, ist es das Wichtigste, dass man sich ein gutes Rezept aussucht. Mittlerweile bin ich ein großer Küchenchef und erfinde selbst großartige Rezepte. Aber am Anfang, als ich noch jung war, da habe ich ohne Rezept ganz schön viel Unsinn angerichtet. Zum Beispiel... Mein Königskuchen war total verbrannt. Und mein Apfelkuchen war eine Katastrophe. Und guck dir das an, Bali. Meine gefüllte Torte. Oh, die Füllung ist nicht fest geworden. Siehst du, wenn man noch nicht sicher ist, sucht man sich am besten ein Rezept aus. Denn mit einem guten Rezept kann man fast nichts verkehrt machen. Also, Bali, such dir eins aus. Aussuchen? Was soll ich aussuchen? Den Kuchen, den wir machen wollen. Hier haben wir einen Aprikosenkuchen, einen gedeckten Apfelkuchen, einen großen Bananenkuchen und einen Nusskuchen. Was sagst du? Oh, mir gefällt der da, der mit den Erdbeeren. Der sieht lecker aus. So saftig und locker. Weißt du, wie der heißt? Na, ganz einfach, Erdbeerkuchen. Der gefällt mir von allen am besten. Hast du das Rezept dafür? Wie rumlarum Löffelstiel. Hier ist das Rezept für den Erdbeerkuchen. Oh. Eine ausgezeichnete Wahl. Machen wir uns an die Arbeit. Zuerst müssen wir unseren Backofen vorheizen. Und danach müssen wir unsere Zutaten vorbereiten. Alles, was wir für unseren leckeren Kuchen brauchen. Und du musst sehr gut aufpassen, denn wir dürfen nichts verkehrt machen. Das ist der Tanz der Kochlöffel. Wir rühren um, wir rühren um. In die Tiefen der Schüssel rein. Was anderes fällt uns gar nicht ein. Rühr um, rühr um. Rings und drumherum. Rühr um, rühr um. Rühr um, rühr um. Rings und drumherum. Milch, Eier, Mehl und Butter dazu. Erdbeere und Zimt. Ein Lächeln, das von Herzen kommt. Honig, damit das alles stimmt. Das ist der Tanz der Kochlöffel. Wir rühren um, wir rühren um. In die Tiefen der Schüssel rein. Was anderes fällt uns gar nicht ein. Rühr um, rühr um. Rings und drumherum. Rühr um, rühr um. Rühr um, rühr um. Rings und drumherum. Einfach spitze. Du bist wirklich ein toller Konditor. Du auch, Bali. Du bist auch ein super Konditor. So, jetzt müssen wir unseren Kuchen nur noch in den Backofen schieben. Siehst du, Bali, unser Erdbeerkuchen ist prächtig gelungen. Und jetzt kommt der krönende Abschluss. Ein Hauch von Puderzucker sieht immer hübsch aus. Oh, wie ich sehe, hast du das Mehl aufgemacht. Guck mal, Bali. Ich habe jede Menge Backbücher gefunden. Aber welches Rezept sollen wir nehmen? Uns läuft die Zeit davon. Jetzt weiß ich's. Wir können doch einfach ein Rezept erfinden. Nein, Papa. Mama kann ganz toll backen, aber wir nicht. Wir brauchen ein Rezept. Außerdem will ich einen Erdbeerkuchen machen. Stimmt, du hast recht. Mamas Geburtstagskuchen muss einfach gelingen. Nur wie sollen wir jetzt rausfinden, welches das richtige Rezept ist? Da! Das ist ja super! Hier in dem Buch ist das Rezept von dem tollen Erdbeerkuchen. Was für ein Glück! Und was soll ich jetzt tun? Also zuerst musst du den Backofen vorheizen. Schon passiert. Gut, und dann brauchen wir eine Backform. Mehl, Zucker, Eier, Öl. Und die Erdbeeren natürlich. Gut, du steckst die Eier auf und ich mische alles durch. Einverstanden? Wird gemacht, Küchenchef. Das war's. Und jetzt Zucker dazu. Gut. Und alles gut verrühren. Und dann noch Öl. Ein großes Glas Öl, bitte. Sehr schön. Das reicht. Und jetzt noch das Mehl. Und die Erdbeeren. Und ein letztes Mal verrühren. Gut, 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 gut. Warte, ich helfe dir. Achtung, der Ofen ist ganz schön heiß. Jetzt können wir nur noch warten. Gut gemacht, Kumpel. Ja, super. Wir sind die Allerbesten. Oh nein,
Beine aus. Gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich feg den Boden und du kümmerst dich um den Tisch. In Ordnung, Chef. Ich bin fertig. Sehr schön. Ich bin auch beim letzten Teller. Gut. Soll ich mal gucken, ob Mama kommt? Wir sind zu Hause, Lea. Jetzt aber schnell. Wir müssen den Wohnzimmertisch noch decken. Ich hoffe, Mama wird sich richtig freuen. Ups. Wir sind fast fertig. Oh. Mhm. Verflixt. Oh. Hallo, Bali. Ach, ihr seid es. Kommt schnell rein. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran. Endlich zu Hause, Lea. Hallo, wo steckt ihr, Jungs? Hm? Es ist niemand da. Das ist seltsam. Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag! Oh, das ist einfach fantastisch. Ich dachte schon, du hättest das vergessen. Es tut mir leid, mein Schatz. Aber es ging nicht anders. Ich musste so tun, als ob. Wir wollten dich unbedingt überraschen. Und es hat doch richtig toll geklappt, stimmt's, Mama? Oh. Das ist die schönste Überraschung meines ganzen Lebens, Bali. Können wir jetzt den Kuchen anschneiden? Aber vorher mache ich noch ein Foto von uns allen. Gut, stellt euch auf und lächelt. Der Selbstauslöser ist auf 10 Sekunden eingestellt. Verrätst du mir dein Geheimnis? Das war kinderleicht. Man muss sich einfach an das Rezept halten. Erst wenn man so gut backen kann wie du, dann kann man selbst eins erfinden. Ich hab dich sehr lieb, Bali. Tschüss!